Wir haben einen Esszimmertisch für knapp 300 Euro selbst gebaut. Und mit dem kann man auch Billard spielen. Heute bei Wässer. Oh, guck, hast du gesehen? Eine Kugel muss auf dem Billardtisch exakt laufen. Deshalb muss der Billardtisch auch genau verarbeitet werden. Und da haben wir uns gedacht, holen wir uns doch einfach Unterstützung. Von jemand, der es wirklich kann. Hallo Christian, nämlich der Philipp. Du hast einen YouTube-Kanal, Konterholz heißt der. Genau, da zeige ich so, wie ich Möbel baue, die mich eben interessieren. Alles, was dazugehört, der Maschinenpark und alles drumherum. Wir wollen ja einen Designertisch bauen. Deshalb muss er auch schön aussehen. Deshalb bist du ja da. Das klingt schön, oder? Deshalb bist du da, ja? Oh, ich muss sagen, es schmeichelt mir sehr. Vielen Dank. So sind wir halt, ne? Hast du schon mal Billardtisch gemacht? Nee, noch nicht. Aber irgendwann ist immer mal das erste Mal. Ja, wir wollen einen Tisch haben, der aussieht wie einer aus dem High-End-Preissegment. Nur, dass er halt ein Zehntel des Preises kostet. Was uns ganz wichtig ist bei dem Tisch, er soll nicht einfach nur ein Billardtisch sein. Wir wollen den ja auch umwandeln können zum Esstisch. Für Leute, die zu Hause keinen Platz haben, ein Esszimmertisch hat jeder. Hier haben wir jetzt einen, der kostet zwischen 4.500 und 7.700 Euro. Die Preise hängen ja auch mit der Größe zusammen. Wir wollen ja schon so eine Turniergröße von 2,40 Meter Tischlänge haben. Und das kostet dann halt. Das ist schon happig, ne? Unser Ziel ist es, dass wir um die 300 Euro ausgeben. Was mich hier noch so ein bisschen stört, sind die Beine, weil wir den vielseitig einsetzen wollen, dass wir vielleicht ein anderes Gestell drunter packen. Da finde ich die Füße schon ein bisschen too much. Das fände ich schon ganz cool. Also die Idee ist auf jeden Fall schon mal so ganz passend. Ich denke, da kann man auch oben eine weitere Platte auflegen, dass wir den Billardtisch quasi später als normalen Esstisch nutzen kann. Der ist auch nicht schlecht, finde ich. Ja, der sieht schick aus, ne? Ah, und der Stoff hier, schaut er den mal an. Das ist eine gute Vorgabe, ja. Das Tolle ist ja, ihr könnt das genauso designen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, die Füße gefallen mir nicht, nehmt der andere Füße. Wenn ihr sagt, die Holzplatte, die möchte ich dunkler haben, die möchte ich heller haben, dann könnt ihr das ja machen. Einen passenden Esszimmertisch zu finden, ist ja eigentlich kein Problem, die gibt es wie Sand am Meer. Einen Billardtisch allerdings zu finden, der noch optisch zu deiner Esszimmereinrichtung passt, das ist schon um einiges schwerer. Ja, ob es eine Massivholzplatte ist, ob es vielleicht eine Spandekorplatte ist. Wir zeigen euch, wie man es prinzipiell baut. Ne? Genau. Und das braucht ihr alles für den Bau. Dekorpress-Spanholz, eine MDF-Platte und ein paar Holzlatten, Vierkantholzbalken, Kantenumleimer, Winkel, Billardtaschen und Bandengummis, ein Billardtuch, Stoffnetze für die Kugeln und ein Tischgestell. Also das wird ja später der Rahmen. Die Kanten vom Rahmenholz sind aber noch offen. Das sieht nicht so geil aus. Jetzt können wir hier den Anleimer draufpacken. Und die Kante wird einfach drauf gebügelt. Wir haben ja hier unten drunter einen Schmelzkleber. Ja. Ja. Der tritt dann auch so an den Kanten ein bisschen aus und dann haben wir eine geschlossene Kante. Aber die Kante wird so dann besser. Was übersteht, wird abgeschnitten. Wenn ihr fertig gebügelt habt, könnt ihr die Winkel verschrauben. Also die Spielfläche wird hier drauf liegen? Ja, genau. Die Winkel einfach nach Augenmaß ausrichten. Bei Spanplatte muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass halt eben die Schrauben ein bisschen beißen. Ja. Weil wir halt eben nicht so viel Tiefe haben, müssen wir damit ein bisschen Gefühl schrauben. Deswegen auch mehr Winkel, damit es ein bisschen einfacher zum Nachmachen ist. So, der Rahmen ist fertig, Philipp. Mhm. Wir haben jetzt quasi ja Auflageflächen geschaffen, um sozusagen unser Spielfeld jetzt ins Spiel zu bringen. Hier haben wir uns für eine MDF-Platte entschieden, denn die ist schön glatt, was später besser für das Rollverhalten der Kugeln sein soll. Ui! So. Das ist der Millimeter genau. Philipp, zeig mal hier die Spaltmaße. Das ist ja, guck mal. Erstmal freue ich mich mal ganz kurz. Können wir uns mal ganz kurz freuen? Ja, auf jeden Fall. Haben wir uns gefreut? Ja, aber was ist das für ein Quatsch? Nee, was schön, freut, also mich freut das. Das ist vor allem glatt, ne? Günstig und glatt. Also ich habe mich auch gerade, das ist meine Art, mich zu freuen. Ja. Toll. Jetzt ist nur die Frage, es hängt ein bisschen unten durch. Ne? Das ist wie im Alter, irgendwann hängt es ein bisschen. Wie kriegen wir unten das ein bisschen hochgedrückt, dass es eine plane Fläche kriegt und nicht durchhängt? Da packen wir einfach ein paar Querleisten drunter, die halten das dann. Die Spielbanden haben wir aus Vierkant-Vollholz im Baumarkt zuschneiden lassen. Wir machen jetzt einfach nochmal mit dem gleichen bedruckten Holz wie an der Seite eine Leiste, sodass das zum einen jetzt bündig abschließt und zum anderen die Optik erhalten bleibt. Also es ist wirklich genau. Das ist richtig schön geworden, aber was nicht schön ist, ist die Optik. Ja, aber auch nur, weil die Blenden für die Banden noch nicht drauf sind. Das ist immer das Beste. Der Rahmen ist fertig. Als nächstes kommt natürlich das Wichtigste bei Billardspielen, nämlich die Löcher. Bei der Größe für die Taschenlöcher orientieren wir uns an der Größe der Taschengummis. Dafür schneiden wir einen Kreis rein mit einem Kreisschneider. Ja, ist logisch, ne? Und Christian macht sich hier zum ersten Mal auch nützlich. Den wollen wir genau hier ja einsetzen, ne? Und so hast du das Problem, der Bohrer, der hat ja gar kein Futter, sagt man, ne? Der fällt ja hier so durch. Und jetzt kommt die Idee, dass man einfach ein überschüssiges Holzteil nimmt. Ja. Und dann machen wir jetzt einfach hier so in die Ecke rein und spannen das kurz fest. Durch diesen genialen Lifehack, den wir jetzt haben, können wir jetzt sozusagen genau hier in die Ecke reinbohren, ne?
aber so richtig wahrhaben, weil unser Redakteur Maurice deinen Lifehack jetzt, glaube ich, nicht. Es hat was mit Wahrheit oder Nichtwahrheit zu tun. Und das ist die Wahrheit. Das da ist die einfache Wahrheit, dass ich... Nein, das stimmt. Ich habe recht gehabt. Maurice, jetzt sag doch, wen soll ich recht haben. Es ist vollkommen falsch. Absolut. In jeder Hinsicht. Und du? Macht euch schon nicht in die Puxi, das ist doch super. Ja, also, da haben wir es doch. Jedes Mal, wenn es was zu tun gibt, bist du am Niesen. Oh Gott, ja. Bis jetzt hast du eigentlich noch gar nichts gemacht. Das stimmt. Jetzt fragen sich ja viele in dem Kanal, die dich schauen. Ja, bist du eigentlich tatsächlich gelernter Handwerker? Also ich bin kein Schreiner, sagen wir es mal so. Weil ich immer schon Holz gemacht habe, irgendwie mit, wie alt war ich, mit 13, 14. Ja. Und das, was ich jetzt hier mache, mache ich seit 10 Jahren. Wenn du mit Mädchen gespielt hast, hast du mit Holz gespielt. Dann nee, ich hatte eine Drechselbank gehabt. Eine Drechselbank. Ja. Passt, sehr schön. Das machen wir jetzt mit allen anderen Löchern auch noch. Die 6 Spiellöcher brauchen natürlich noch die finale Form. Mit einer sogenannten Japansäge bekommt Philipp das besonders filigran hin. Bei der Größe ist die MDF-Spielplatte, wie wir ja gemerkt haben, recht laberig. Deswegen kommt von unten noch eine Verstärkung dran. Wir haben jetzt unter die MDF-Platte noch ein paar Querleisten geschraubt, einfach wegen der Stabilität, damit sich der Tisch nicht durchsenkt. Und wir hatten noch ein bisschen OSB über, deswegen haben wir das ja auch gerade mal verschafft. Vollflächig, ne? Genau, vollflächig. Ist jetzt aber auch ein bisschen schwerer geworden, muss man auch sagen, ne? Ja, ist ein gutes Stück schwerer geworden. Wirkt hochwertiger. Würde ich sagen, jetzt können wir es bespannen. Ganz genau. Als nächstes brauchen wir jetzt ein Billardtuch. Wir haben uns für das besonders edle Grau entschieden, weil wir ja so einen Designertisch machen. Ne? Ja. Warum macht man das? Da rollt die Kugel einfach ein bisschen sauberer. Genau. Form bespannen, noch die letzten Späne wegblasen. Spannende Sache. Genau. Ich hoffe, das Bügeleisen ist noch heiß, damit wir die Falten wegkriegen. Fast schon so ein satisfying Video, ne? Das Bügeln ist wichtig, sonst läuft die Kugel später nicht rund. Wir haben jetzt ein ganz normales Tackergerät und damit tackern wir jetzt quasi alles fest. Das Wichtigste war vor allem halt die Spannung zu haben. Stopp! Wir müssen die Löcher noch freistechen. Wir hatten noch Kantenumleimer übrig. Die hat Chris noch in die Ecken getackert. Also wegen Chris Tacker. Wir haben gerade mal drüber geguckt, wir haben den Blicktest gemacht. Da sehe ich zum Beispiel jetzt gar nichts mehr. Schauen wir mal, ob das mit den Löchern jetzt auch alles so passt. Denk dran, wenn du fällst, verlangsam, da hast du mehr davon. Man merkt halt, wir haben einen hochwertigen Tisch gebaut, der ist nämlich sau schwer. Top, passt doch. Sehr gut, dann können die Spielbanden und die Blenden nochmal drauf. Bei einem echten Billardtisch gibt es ja auch am Spielrand so kleine Orientierungspunkte. Die schaffen wir einfach, indem wir Schrauben reinjagen, die wir eh zur Stabilität brauchen. Zu dich, komm ich. Schon mal schön geworden. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, okay, machen die Bande einfach noch irgendwie zu und wir spielen das Ding mit auf die Kante. Ach stimmt. Da war ja was. Dann hätten wir das Problem, dass es auch gar nicht funktioniert. Du kannst ja nicht gegen Holz spielen. Deshalb gibt es beim Billard solche Bandengummis. Und die kann man ganz einfach hier so dran kleben. Das hat folgenden Grund. Hallo? Wenn die Kugel auf die Bande auftrifft, sollte der Auftreffpunkt an der Bande 2/3 der Kugelgröße betragen. Das hat folgenden Grund, wenn ich jetzt hier quasi das ungefähr in der Mitte mache, würde die Kugel hochspringen. Und wenn man die Bande 2/3 auf Kugelhöhe bringt, sieht man hier, das reflektiert dann ordentlich. Damit die Gummibärenbande also im richtigen Winkel sitzt, haben wir 30 Grad Winkel aus einer Holzlatte geschnitzt. Und auch beim richtigen Billardtisch sind ja die Banden so leicht angeschrägt. Das machen wir hier auch noch. Mit 2 Komponentenkleber fixiert ihr dann das Gummi am Holzwinkel. Klingt wie ein Fußballstadion. Stadion zum Holzwinkel. Was ist das Besondere jetzt an so einem 2 Komponentenkleber? Durch diese 2 Komponenten härtet der schneller aus, weil wir haben einmal den Harz an und für sich und wir haben einen Härter. Der Härter verursacht halt eben, dass das aushärtet. Das Schöne an diesem. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo du in deiner ganz eigenen kleinen Welt bist, ne? So ganz weit weg von allem. Aber was der Philipp dir hier eigentlich erklären will, ist, dass der Kleber durch eine chemische Reaktion dann 2 Materialien unter anderem sehr schnell und stark miteinander verbinden kann. So, jetzt in die richtige Höhe schieben. Sobald der Kleber getrocknet ist, kann dieses labbrige Gummi abgeschnitten werden. Das hast du fein gemacht. Okay, ich schieb diesen Blick mal auf die Medikamente. Das machen wir jetzt auch 5-mal. Die Gummilippe ist an der Holzbande dran und jetzt werden wir das mit dem Stoff quasi umwickeln. Auch hier wird wieder getackert. Chris, tacker, tacker, tacker. Noch ein Tipp, lasst so einen kleinen Spalt vom Holz noch sichtbar. Wir zeigen gleich warum. Die Banden sind bespannt und verklebt. Und das müssen wir jetzt hier quasi einmal dran kleben, ne? Auf diesen kleinen Holzspalt hier, da klatschen wir noch 2 Komponentenkleber drauf. Einfach weil das Holz dann besser auf dem Holz von der Bande kleben bleibt. Und das machen wir jetzt mit allen 6 Bandengummis.
Werden die Banden jetzt trocknen, machen wir jetzt die Taschenblätter noch dran. Wenn die Taschengummis fest sind, können die Netze für die Kugeln dran. Die, die wir haben, sind ziemlich locker gestrickt. Das heißt, die kann man nachher auch besonders gut unter der Tischplatte verstecken. Jetzt kommen wir zu der geilsten Funktion, dass man nicht nur so einen riesen plumpen Billardtisch in der Bude hat, sondern dass man daraus noch einen Esstisch machen kann. Das ist ja eigentlich der Clou an der Geschichte. Absolut. Das heißt, jetzt kommen noch die Deckplatte. Genau. Hier haben wir Pressspanplatten in Holzdekor auf unsere Billardmasse zuschneiden lassen. Das wiegt dann natürlich auch schon was. Bei meiner Freundin mache ich das immer, dann trinke ich immer so und die so, liegt das schwer? Und dann sage ich, das ist schwer, da müssen wir es länger dran. Aber ich bin nicht so stark wie deine Freundin, glaube ich. Und wenn ich Ich kenne die zwar nicht, aber das glaube ich direkt. Wenn ihr die Platten jetzt einfach nur drauflegt, dann rutschen die natürlich noch hin und her. Und dafür sind ja hier diese Leisten, damit die Deckplatte nicht wegrutscht. Ja. Der Vorteil von der Spanplatte ist übrigens, dass sie sich halt nicht verzieht, muss man noch dazu sagen. Weil wenn es eine Buchen- oder Eichenholz-Massivholzplatte wäre, die könnte sich halt werfen, weil die hat unten keine Querleisten drunter. Zum Schutz für die Billardfläche und damit die Platten überall eben aufliegen, kleben wir noch solche Gummi-Abstandshalter auf die Unterseite. Und wenn beide Tischplatten nebeneinander liegen, wird die Mittelfuge fast unsichtbar. Jetzt muss eigentlich nur noch der Tisch irgendwo draufstehen. Da haben wir was ganz Tolles uns geholt. Das ist nämlich so ein absoluter Designer-Fuß. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Metallbeine bekommt ihr im Allgemeinen schon so ab 30 Euro. Übrigens, die Schraubköpfe, die man hier noch sieht, die kleben wir einfach mit Kunststoffknöpfen zu. Bin ich schön geworden. So filigran hätten wir ohne dich das gar nicht hingekriegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah doch, das hätte er schon hinbekommen, oder? Nee. Bisschen. Nee. Ja, doch. Nee. Philipp, da ist er. Ja, so schnell ging's. Der hat auch eine gute Höhe. Tatsächlich eins der schönsten Produkte, was wir jetzt gemacht haben. Ich würde den tatsächlich so mir kaufen. So, mir gefällt er auch gut. Muss ich auch mal Danke sagen, Philipp. Ne? Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Platten abheben. Es sieht einfach aus wie ein Billardtisch. Ein Billardtisch. Und dafür, dass wir beides hier noch nie gemacht haben, was würdest du sagen? Ja, das ist gut geworden. Der kann sich mit den High-End-Tischen, die wir damals als Vorbild hatten, absolut messen, finde ich, oder? Ja, Christian, wir müssen jetzt aber unbedingt mal spielen. Höhe und Kugeln haben so ungefähr 70 Euro gekostet, also nicht, was mich hat. Also die sind nicht so teuer. Oh, das hier. Oh, ist gut, ne? Also das ist echt. Ist einwandfrei. Ich habe das Gefühl, dass die sogar ein bisschen besser wie als ein Billardgeschäft abstoßen, weil die fliegen echt super, ne? Hört sich schon solide an, ne? Ja, und vor allem, der Ball bleibt liegen. Der rollt nicht umhin, der ist auch kerzengerade. Also ich kann das nicht gut, das sah ich jetzt schon mal, ne? Ich bin da wirklich nicht gut drin, ne? Ja, glaube ich. Mein Gott, der spielt sich halt wie ein Billardtisch, ne? Das ist jetzt... Oh! Oh! Und die Bälle... Oh! Oh! Ah, da verließen sie ihn, ne? Ja. Guck mal hier, da hängt er. Diesen armseliger Hoden hängt er da unten runter. Funktioniert auf jeden Fall. Die Bälle hüpfen nicht raus. Also es ist ein einwandfreies Spiel, muss ich sagen. Genauso wie man es halt von der Kneipe kennt. Die Banden, wie gesagt, tatsächlich sind sehr beeindruckend gut. Ja, die sind echt gut geworden. Also ich habe nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Definitiv eine 10 von 10, weil es funktioniert. Ein Zehntel des Preises von so einem Designertisch. Ne? 300 statt 3000, das ist meine Marke. Wenn ihr auch sagt, die Grundidee dahinter, die ist klasse geworden, dann könnt ihr uns einfach mal ein Like da lassen und Abo-Glocke betätigen. Natürlich auch Philipps Kanal. Einfach mal besuchen, Konterholz auf YouTube. Wenn ihr noch andere Videos von uns schauen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit. Und jetzt würde ich sagen, jetzt zocke ich dich mal ordentlich ab. Weil ich bin das sehen wir dann. Ich bin ja Profi. Das sehen wir dann. Ich bin ja Bilderprofi. So.